Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe heute ein Feel-Good-Workout für euch. Wir dehnen einmal den Körper, wir bringen den Kreislauf in Schwung und aktivieren die Muskulatur. Nehmt euch die 20 Minuten ganz in Ruhe für euch. Wenn ihr bereit seid, dann dürft ihr die Augen schließen. Atmet ein paar Mal tief ein und aus. Entspannt die Schultern. Und hebt dann beim Einatmen leicht eure Schultern nach oben. Atmet aus und lasst sie wieder sinken. Bringt die Arme nach oben Richtung Decke und lasst die Arme dann wieder sinken. Jetzt beugt ihr euer rechtes Bein, das Knie zeigt über die Fußspitze, beugt dann das linke Bein, streckt das rechte Bein wieder und streckt das linke Bein wieder. Wir wiederholen das ein paar Mal. Linkes Bein beugt sich und rechtes Bein. Links streckt sich und rechtes Bein streckt sich. Und rechtes Bein beugt sich. Linkes Bein beugen, rechts strecken und links strecken. Nehmt den Oberkörper ganz natürlich mit. Links beugen und rechts beugen. Links strecken und rechts strecken. Und rechts, links und streck, streck. Und beugen, beugen und strecken, strecken. Dann beginnt ihr eure Schulter nach hinten zu kreisen. Beugt die Beine bei jedem Mal. Bringt die Arme nach oben über den Kopf. Streckt euch einmal nach oben lang. Bringt die Hände vor euch, verschränkt die Finger ineinander, massiert eure Finger etwas. Formt kleine Wellen mit euren Händen, mit euren Handgelenken. Lasst die Handgelenke ganz locker. Wärmt die Handgelenke auf. Dann, während ihr ausatmet, drückt die Handflächen weg von euch, zieht die Schulterblätter nach unten, zieht den Bauchnabel nach innen, atmet ein und löst die Spannung wieder. Atmet aus, drückt die Handflächen weg von euch, Brustbein nach oben wachsen lassen, atmet ein und löst es wieder. Atmet aus, drückt die Handflächen nach vorne, Bauchnabel zieht nach innen und lösen. Ein letztes Mal. Drückt die Handflächen weg von euch, dehnt die Handgelenke, dehnt das Brustbein und löst wieder. Von dort. Wir wiederholen diese Sequenz ein paar Mal. Ihr rollt nacheinander die Schultern, dann beide Schultern gleichzeitig nach hinten. Streckt die Arme Richtung Decke und lasst sie zur Seite fallen. Beugt dabei die Beine und streckt sie wieder. Arme Richtung Decke. Kommt zweimal auf Relevé. Öffnet die Arme zur Seite, kommt noch zweimal auf Relevé. Lasst die Fußgelenke fest. Jetzt rundet ihr die Arme nach vorne. Beugt dabei die Beine, rundet den Rücken und streckt euch nach oben. Dann taucht nach unten und hängt dort kurz. Lasst den Kopf locker. Verschränkt eure Hände am Ellbogen, hängt dort einen Moment. Wenn ihr möchtet, beugt die Knie und dann rollt wieder nach oben. Wir wiederholen das Ganze, beginnt mit der anderen Schulter. Schulter kreisen, beide gleichzeitig kreisen. Arme nach oben, lasst sie fallen über die Seite. Kommt oben wieder an, kommt auf Relevé. Das zweite Mal. Bringt die Arme zur Seite, kommt nochmal auf Relevé und ein weiteres Mal. Rundet dann den Rücken und bringt die Arme nach oben. Streckt euch Richtung Decke und taucht nach unten. Hängt dort einen Moment. Die Beine dürfen gebeugt sein. Entspannt den Kiefer, entspannt das Gesicht und rollt wieder nach oben. Wir machen das Gleiche mit etwas mehr Tempo. Rollt abwechselnd die Schultern, rollt dann beide Schultern und bringt sie nach oben. Lasst die Arme fallen, bringt die Arme nach oben, kommt viermal auf Relevé, setzt die Fersen kaum ab am Boden. Bringt die Arme zur Seite, kommt viermal hoch auf Relevé. Nach unten sinken, rundet den Rücken, kommt oben an. Rollt nach unten, lauft nach vorne in den Vierfüßlerstand und lasst eure Knie über dem Boden schweben. Bauchnabel zieht nach innen, Scheitel und Steißbein sind eine Linie und ihr rollt wieder nach oben.
Schulter kreisen, andere Schultern, beide Schultern kreisen. Arme nach oben, lass die Arme dann fallen über die Seite. Beug die Beine dabei, kommt auf Relevé, viermal. Bringt die Arme zur Seite und kommt noch viermal auf den Ballen. Rundet den Rücken, bringt die Arme nach oben, streckt das Brustbein nach oben, taucht nach unten und kommt nach vorne in den Vierfüßlerstand. Knie sind über dem Boden und lauft dann wieder zurück. Wir machen das ein letztes Mal. Kreist die Schultern abwechselnd, beide Schultern gleichzeitig. Bringt die Arme nach oben und lasst sie fallen. Richtet euch auf, kommt hoch, viermal. Bringt die Arme zur Seite, kommt viermal hoch. Und streckt euch nach oben und taucht dann nach unten. Kommt in den Vierfüßlerstand. Jetzt zieht den Bauchnabel nach oben, rundet den Rücken leicht und kommt wieder in die neutrale Position. Rundet den Rücken, zieht ihn nach innen und kommt wieder zurück. Lauft nach oben. Letzte Runde. Links, rechts kreisen, beide Schultern gleichzeitig, bringt die Arme nach oben und lasst die Arme fallen. Dann kommt viermal nach oben, während die Arme oben sind, bringt die Arme an die Seite und kommt viermal nach oben auf Relevé. Rundet die Arme, bringt sie vor und dann nach oben, zieht das Brustbein nach oben und taucht nach unten. Diesmal laufen wir nach vorne in den Plank. Streckt die Beine durch, haltet ihr kurz, der Bauchnabel zieht nach innen. Der ganze Körper ist angespannt und zieht abwechselnd ein Bein unter euch. Knie zur Brust und wieder absetzen. Zur Brust und absetzen. Vor, setz ab. Noch viermal. Zieh vor, setz ab. Zieh das Knie zur Brust, setz ab. Zieh vor, setz ab. Setz die Knie ab und lass die Ellbogen ganz nah am Körper, kommt nach unten. Achtmal. Und drei. Und vier. Und 5, der Bauchnabel zieht nach innen, der ganze Körper ist angespannt, die Arme sind ganz dicht am Körper und schiebt euch dann nach hinten in die Kindspose, rundet den Rücken, atmet tief durch, rollt nach oben, verschränkt die Hände hinter dem Rücken und zieht das Brustbein nach oben Richtung Decke. Wir wiederholen die Sequenz, ihr lauft nach vorne auf die Hände und diesmal zieht ihr das rechte Bein nach hinten hoch, hebt es ab vom Boden, streckt es durch, setz ab, streckt das andere Bein nach oben und setz ab, zieht den Bauch nach innen, der Rücken arbeitet, fällt nicht ins Hohlkreuz, sinkt nicht nach unten im Rücken und heben und absetzen, heben und absetzen, senkt dann die Knie, wir haben 8 Push-Ups, die Arme bleiben eng am Körper. Bringt das Brustbein Richtung Boden und drückt es wieder nach oben. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Und dann schiebt euch nach hinten. Kommt in die Kindspose, Stirn auf den Boden. Atmet tief durch, rollt nach oben, verschränkt die Hände hinter dem Rücken, richtet euch auf, zieht das Brustbein nach oben. Und dreht euch dann um 90 Grad. Richtung Bildschirm, setzt eine Hand ab, streckt das gegenüberliegende Bein und verlängert den oberen Arm lang zur Seite, streckt die Seite von Fingerspitze bis zur Fußspitze, seid ihr eine Linie und gestreckt. Bringt den Arm nach oben und hebt das Bein, Bauchnabel ist nach innen gezogen und macht ganz kleine Impulse mit eurem Bein. Heben und senken, der Spann zeigt nach vorne Richtung Bildschirm. Der Bauchnabel zieht nach innen, die Schulter ist über eurem Handgelenk. Haltet dort an und bringt euren Fuß Richtung Po. Zieht ihn etwas näher ran, dehnt den Oberschenkel. Und drückt dann mit eurem Spann, mit eurem Fuß in Richtung Hand. Öffnet den Brustkorb, drückt mit dem Fuß in die Hand. Löst dann wieder und streckt den Fuß zur Seite. Und tippt mit dem Fuß auf den Boden, bringt Hand und Fuß zusammen. Hand und Fuß zusammenführen, noch zweimal. Hand und Fuß zusammen, wieder absetzen. Letztes Mal,
Streckt euch noch einmal, setzt euch dann hin und kommt auf die andere Seite. Streckt das andere Bein, streckt den oberen Arm und wir schwingen ein paar Mal von einer Seite zur anderen. Macht euch lang, über, unten, in die andere Richtung. Haltet dort. Hebt das Bein dann, bringt den Arm nach oben Richtung Decke, zieht den Bauchnabel nach innen und hebt den Fuß. Lasst den Spann Richtung Bildschirm zeigen. Zieht dann den Fuß in Richtung Po und dehnt den Oberschenkel. Drückt dann mit dem Fuß Richtung Hand. Dehnt die Schulter. Dehnt den Brustkorb. Und streckt das Bein dann wieder zur Seite. Macht euch lang und bringt Fuß und Arm zusammen. Verlängern, zusammenbringen, verlängern und zusammenbringen. Ein letztes Mal. Und setzt euch ab. Rollt die Schulter nach hinten, rollt die Schulter nach vorne, und setzt euch dann auf die Matte. Richtet euch auf, atmet ein und atmet aus, rundet den Rücken, kippt das Becken und atmet ein, richtet euch wieder auf, zieht das Brustbein nach oben. Atmet aus und haltet dann dort. Zieht den Bauchnabel nach innen, bringt die Finger nach vorne, öffnet die Arme zur Seite und wieder nach vorne. Atmet ein und atmet aus. Bringt die Arme zur Seite und atmet ein und aus. Atmet ein und aus. Der Bauch ist die ganze Zeit angespannt. Der Bauchnabel zieht fest nach innen. Und richtet euch wieder auf, kommt wieder zurück, wir wiederholen das Ganze. Wer möchte, kann die Füße abheben, bleibt in der Bootsposition, die Arme öffnen beim Einatmen. Zur Seite und wieder nach vorne. Atmet ein und aus. Bauchnabel zieht fest zur Wirbelsäule, Rücken ist gerundet. Halte noch kurz durch. Und richtet euch dann wieder auf. Sehr gut. Rollt wieder nach hinten. Halb nach hinten. Und streckt ein Bein nach oben. Formt eine Pistole mit euren Fingern und setzt sie kurz auf dem Boden ab. Dreht die Wirbelsäule dabei. Und arbeitet mit der seitlichen Bauchmuskulatur. Tipp kurz auf den Boden und komm wieder in der Mitte an. Und haltet in der Mitte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Beine gebeugt lassen, in der Bootsposition, oder ihr streckt sie mit mir. Setzt das andere Bein ab. Und zur Seite, wieder in die Mitte. Zur Seite und in die Mitte. Der Bauch arbeitet. Absetzen und in die Mitte. Gleich sind wir durch. Haltet ein letztes Mal dann in der Mitte. Dann sind wir durch diese Sequenz. Und dann setzt euch ab. Sehr gut. Rollt nach hinten auf den Rücken. Streckt euch einmal ganz lang. Und holt das rechte Bein dann zu euch an die Brust. Zieht es eng an die Brust. Lasst das Bein ganz locker. Wenn ihr möchtet, macht kleine Kreise im Hüftgelenk. Hebt dann den Oberkörper ab. Hebt das gestreckte Bein ab. Und zieht abwechselnd immer ein Bein zur Brust. Atmet ruhig weiter dabei.
Bauchnabel zieht nach innen. Der Lendenwirbelsäulenbereich hebt sich nicht vom Boden ab, sondern arbeitet Richtung Boden. Wir machen 20 Stück davon. Immer abwechselnd ein Knie in die Hand nehmen, ruhig weiteratmen und behalte das andere Knie in der Hand. Zieht es zur Brust, macht kleine Kreise mit dem Oberschenkelknochen im Hüftgelenk. Und hebt dann den Oberkörper wieder ab, hebt das untere Bein ab, verschränkt die Hände dann hinter dem Kopf und berührt abwechselnd mit einem Ellbogen das gegenüberliegende Knie. Twist und Twist. 20 davon. Und hier und hin und her. Der Bauch ist angespannt. Abwechselnd zieht ein Knie zum Ellbogen. Gleich sind wir durch. Und zieht die Knie zu euch ran und legt den Kopf auf der Matte ab. Lasst die Beine einmal in unterschiedliche Richtungen kreisen. Lasst die ganz locker in der Hand liegen. Setzt die Füße dann ab. Knie zeigen Richtung Decke. Kippt das Becken und rollt nach oben. Der Po ist angespannt, Bauch ist angespannt, Rücken ist angespannt. Ihr könnt die Hände unter dem Rücken, hinter dem Rücken verschränken. Finger ineinander verschränken, Becken zieht nach oben Richtung Decke. Atmet ruhig weiter, drückt euch mit den Füßen fest vom Boden weg. Und legt euch wieder hin. Von dort bringen wir die Füße Richtung Decke. Ihr stützt mit euren Händen eure Hüfte, streckt die Füße so fest wie möglich, so weit wie möglich Richtung Decke. Stellt euch vor, ihr möchtet mit den Füßen, mit den Fußspitzen die Decke berühren. Streckt euch so weit wie möglich nach oben und stützt euch mit den Händen. Haltet diese Position kurz, atmet ruhig weiter. Und sinkt dann wieder nach unten. Lasst die Füße kurz locker hängen, entweder ihr streckt die Beine oder ihr lasst sie gebeugt, so wie es für euch am angenehmsten ist. Und Wirbel für Wirbel rollt ihr dann langsam wieder zurück auf die Matte. Nehmt etwas Schwung und setzt euch nach oben. Streckt die Beine durch. Und legt euch lang mit dem Oberkörper, mit der Brust zuerst auf eure Oberschenkel und auf eure Beine. Atmet ruhig weiter. Beugt von der Hüfte aus, nicht vom Rücken aus, sondern kippt in der Hüfte nach vorne. Richtet euch wieder auf. Beugt ein Bein, kreuzt es über das andere. Haltet es fest mit dem Arm, streckt euch lang Richtung Decke, habt das Gefühl, ihr schraubt euch mit der Wirbelsäule Richtung Decke und öffnet den Arm nach hinten. Wenn ihr möchtet, schaut hinterher. Habt das Gefühl, ihr wächst dabei, ihr werdet größer, wächst nach oben Richtung Decke, verlängert die Wirbelsäule und wechselt zur anderen Seite dann. Überkreuzt die Beine. Haltet an eurem Bein fest und schraubt euch nach oben in die Decke, schaut eure Hand hinterher, wachst nach oben, der Rücken ist gerade und gestreckt. Und setzt das Bein nach vorne wieder ab. Legt euch noch einmal lang nach vorne. Atmet ruhig weiter, lasst den Kopf sinken. Richtet euch wieder auf. Und rollt dann langsam Wirbel für Wirbel zurück auf den Rücken.
hast Arme und Beine schwer am Boden liegen, die Handflächen zeigen nach oben Richtung Decke. Und atmet ruhig weiter, entspannt den ganzen Körper, entspannt das Gesicht, schließt die Augen. Der Brustkorb liegt schwer am Boden, die Hüfte, die Arme, die Beine und die Füße. Atmet tief durch. Dann beginnt wieder langsam die Hände und die Füße zu bewegen. Streckt euch noch einmal lang aus, rollt euch zur Seite und kommt langsam nach oben. Findet dort eine bequeme Position und streckt einen Arm weit über oben zur Seite. Dehnt die Seite. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Macht einen weiten Bogen zur anderen Seite. Richtet euch dann wieder auf. Holt die Arme nach oben. Öffnet sie wieder. Und atmet tief ein und aus. Arme nach oben. Arme nach unten. Und dann sind wir am Ende angekommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.